Hallo und herzlich willkommen. Wir starten eine neue Runde mit unserem Kriegerdeck. Bin mal gespannt, was wir jetzt heute als Gegner bekommen. Ich habe an dem Deck jetzt nichts geändert, obwohl wir ja noch unseren Ragnaros reinbekommen haben. Aber ich denke, das Deck hat eigentlich schon so jetzt seine schönen Vorteile. Und wir sollten da jetzt nichts mehr direkt dran ändern. So, schauen wir mal. Wir bekommen einen Schaman. Das heißt, wir behalten die Waffe hier. Und können, glaube ich, mit der Blutsegel-Vulkanierin, Blutsegelräuberin da eigentlich schon was. Ich überlege nur, ob ich ihn vielleicht noch rausnehmen soll. Ach, lassen. Ja, der ist eigentlich eher ein Kartenzieher für später. Hätte ich vielleicht auch noch rausnehmen können. Aber schauen wir mal, was wir bekommen. Das war's. Okay. Er hat nichts, dann spielen wir auch nichts. Einsatz bereit. So, er spielt einen Goldheini. Den können wir ihm... Ja gut, der macht nur einen Schaden. Da sparen... Ja, wir nehmen ihn trotzdem weg. Ich lege eine Waffe an. Nehme ihn weg. Zack. Vor allem, er macht hier eh nur einen Schaden, also... Da ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich hoffe jetzt, wir haben mal die Chance, hier noch bessere Diener zu bekommen. Ich habe extra genügend kleine hingestellt. Okay. Er spielt nochmal ein. Deswegen nutzen wir jetzt die Chance und spielen sie hier aus. Die Waffe lasse ich noch drin, weil ich weiß ja nicht, was er jetzt spielt. Und solange er hier noch einen Nuller dran hat, ja... Ist der eh Fischbutter sozusagen. So. Ah. Okay, damit kriegt das natürlich weg. Und er spielt sich ein nice Totem. Und es wird auch wieder machen. Gut. Wir haben eine größere Waffe bekommen. So. Nehmen wir ihn weg. Ich hätte ihm auch die 4 Schaden direkt reinhauen können, aber ich glaube, so ist es gar nicht. Gar nicht übel drübel. So, nächste Runde. Was spielt er jetzt? Ich hätte gern mal irgendwas Großes von ihm gesehen. Und ich würde gern mal wissen, wo meine ganzen Kleinen... Wo ist mein Beutehamster? Wo ist mein Feendrache? Die sind wahrscheinlich wieder ganz unten im Deck. Okay. Ja, hat er noch eine Karte mit Überladung? Okay, das ist natürlich schön. Jetzt hat er hier einen Fünfer drauf. Deswegen sollte ich meine Waffe vielleicht austauschen. Der hier ist natürlich auch extrem eklig. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Ich frage mich. Ich habe hier einen 2er Schaden. Ich krieg ihn mit meiner 5er Waffe. Allerdings kann ich mir dann den hier nicht mehr leisten. Er auf ihn. Plus den und ich nehme den 3er. Dann kriegen wir alle weg, aber es ist sehr, sehr teuer. Aber ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit. Aber dann machen wir erst noch den Kartenzieher. Oh, besser. Das ist natürlich viel, viel besser. Ah, oh, ich hätte vielleicht noch ihn ausspielen sollen. Na, wäre eh nicht zusammen. Nein! Ich hab's falsch rumgespielt. Oh, ich bin so ein Trottel. Ich wollte doch mit der Waffe auf den... Nein! Oh. Ja. Ja, schauen wir mal, ob wie arg sich dieser Fehler jetzt auswirkt. Er spielt ein 2er Wolf. Und ein Heiltoten. Gut. Damit kriegen wir... Die ziehen wir in beiden. Meine
Ach, den hätte ich davor auch ausspielen können, aber meine Güte. Dann hätte er nämlich gleich einen 4-4 gehabt. Heute spiele ich einen Schrott zusammen. Ich sollte nicht so früh am Morgen spielen. Das ist eindeutig nicht gut. Sehe ich schon. Gut. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hiermit mal ein bisschen was kriegen. Wir haben beide noch 20 Karten. Okay, er haut ihn mir weg. Das ist schön. Und er spielt ein Mana-Flut-Totem. Möchte ich eigentlich haben. Deswegen schnappen wir uns das auch. So. Und spielen gleichzeitig noch eine Beutegolem. So. Sehr schön. Das nehmen wir ihm im nächsten Zug weg. Und haben trotzdem noch die Chance. Ja, das können wir übers Mana-Flut-Totem, Mana-Flut-Totem gegen Mana-Flut-Totem zusammen mit einem Angriff. Okay, was spielt er? Er spielt einen Tank aus. Das ist sehr schön. Er kann noch was wahrscheinlich. Schauen wir mal. Macht nur 2 Schaden, das heißt, liegt noch genügend dran. Ah, okay. Und so kriegt das natürlich weg. Okay. War nicht schlecht gespielt von ihm, muss man zugeben. Er hat immer noch sein Mana-Flut-Totem. Ich sollte eigentlich beide wegnehmen, dann entfernen wir erstmal seinen Tank. So. Spielen zusätzlich noch ihn. Und nehmen sein Totem weg. So. Das war jetzt ein bisschen teurer. Er hat einen Kartenvorteil. Ich hätte vorher diese eine Runde, ich habe die so blöd gespielt. Das gibt's echt nicht. So, nächste. Was macht er jetzt? Er spielt einen Tank drauf. Und holt sich noch einen. Okay. Ja, dann können wir jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Gut, das ist schön. Wir spielen einmal uns eine Waffe rein. Nehmen ihn weg. Ich bin unbesiegbar. Machen sein eines Totem ziemlich blöd. Und ich würde sagen, na, wir haben den einen ja schon gespielt. Deswegen ziehe ich mir noch einen Kartenzieher. Damit wir einfach auch in der nächsten Runde zur Not ihn halt eben hier wegholen können. Schauen wir, was er spielt. Ich bin jetzt allerdings schon schön runtergefallen. Die Tore sind geöffnet. Er spielt seinen nächsten Tank. Und hier nochmal 2 Schaden extra. Gut. Soll mir recht sein. Wir kriegen noch eine Axt. Den müssen wir leider wegnehmen. Ich bin unbesiegbar. So, einmal weg. Hiermit können wir uns noch ein bisschen aufhelfen. Das ist schön. Und jetzt können wir überlegen, was spielen wir zusammen. Einmal ihn und einmal sie. So, wir haben ja immer noch die Heilungsfähigkeiten hiervon. Und jetzt haben wir eigentlich auch eine schöne breite Band. Wir haben einen Deckvorteil gegen ihn. Ihm scheinen so ein bisschen die Karten zum Fehlen. Okay. Spielt er noch eine Karte mit Überladung aus? Okay. Er hat eine Waffe angezogen. Da liegen 5. Ich habe eine 2er-Waffe an. Und er nimmt mein Kartenzieher. Damit muss ich mich bei ihm noch bedanken.
Ja. So. Wie spielen wir das jetzt am schönsten? Also, auf jeden Fall erstmal, er wird sich ein bisschen aufladen da damit. Hier haben wir den 3 Schaden mit 5, den kann ich über die beiden machen. Beziehungsweise ich... Ach, das ist für meinen Helden. Ja, dann machen wir es so. Dann nehmen wir nur den Helden. So, einmal 3 Schaden. Die 3 Schaden gehen hier rein. Die Schaden geht hier drauf. Und wir heilen uns noch um 2. So. Wir haben einen Deckvorteil. Wie viel Schaden liegt denn jetzt hier? 9, 12, 16, 19. Plus nochmal 2 Schaden extra. Okay, und ihm fällt im Moment gerade ein bisschen die Antworten hier. Das ist schön. Ah! Okay, Schrott. Aber er hat jetzt schöne 8 Schaden drauf. Das ist auch gut. Was wird er machen? Also wenn er jetzt nichts macht, geht Yeti nächste Runde auf ihn. Und ja, der Berserker geht ins Gebiet. Gut, okay, da liegen noch 2 dran. Den behalte ich mir mal noch übrig. Man weiß ja nie, was kommt. Und wir schicken ihm 13 rein. Und haben einen Vorteil. Das ist schön. Nächste Runde hätten wir im Angebot hier einmal 2 Schaden. Er kriegt wieder einen Tank. 12 Schaden liegen dran. Ja, langt leider nicht. Vor allem, er wird mir wahrscheinlich jetzt den Yeti wegnehmen. Für Argus. Geht er in den Angriff? Was macht er? Das ist natürlich schön. Ich kann beide jetzt wegnehmen. Und kann, ja, kann ihn um 1... hoch. Okay. 9 Schaden liegen dran. Ich kann... Okay, er hat beide in Tank verbraucht. Ich muss einen Kappenzieher machen. Okay. Krieg ich das dann mit weg? Ich glaube ja. Wir machen einmal Wirbelwind, kriegen ihn auf 11 hoch. So. Ansturm auf ihn. Und vernichten ihn. Puh. Also dafür, dass wir einen Schrott zusammen gespielt haben, ging es doch noch recht gut. Ja, ihr freut euch, das ist schön. Ging es doch noch recht gut gegen Sackboy. Ich bin aber trotzdem entsetzt, was für ein Schrott ich zusammengespielt habe. Ich danke euch aber trotzdem, dass ihr so lange ausgehalten habt bei dem Graus, den ich zusammengespielt habe. Ja, danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Wenn ihr es grausam fandet, schreibt es bitte unten in die Kommentare, beziehungsweise gebt vielleicht konstruktive Kritik und schreibt, was ihr noch an dem Deck verbessern wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.